Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über das Thema, wie schreibe ich eigentlich eine Abschlussarbeit? Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und ich habe das Ganze mal als Vorlesung gehalten und was Sie hier sehen, ist eben der unbearbeitete Mitschnitt. Nachdem wir uns in der letzten Einheit darüber Gedanken gemacht haben, wie man grundsätzlich kommuniziert mit so einer Arbeit, werden wir uns in diesem Abschnitt damit beschäftigen, wie man ein Dokument setzt, also das, und auch was der Zweck dieses Dokumentensatzes ist und welche verschiedenen Formatierungen und Schriftarten es gibt. Und hier wieder unter dem Hauptaspekt, warum mache ich das? Also was ist der Zweck dieser Darstellung? Das heißt also, was wir machen, ist, wir versuchen den Leser durch die Struktur, die wir ihm vorgeben, ne, man kann auch, also gibt ja im Deutschen dieses schöne Bild vom roten Faden, versuchen wir ihn durch unser Thema zu bugsieren. Ja? Also wir leiten ihn und am Ende ist es idealerweise so, dass er versteht, was wir von ihm wollen. Dazu gibt es neben der eigentlichen inhaltlichen Struktur ja noch so ein paar andere Sachen und zwar auch den Satz eines Dokumentes. Also Ihnen ist ja sicher schon mal aufgefallen, wenn Sie so ein Buch aufschlagen, da gibt es Texte und Buchstaben irgendwie in verschiedenen Schriftarten, verschiedenen Schriftgrößen, an verschiedenen Stellen auf der Seite. Ja, und das ist, also für uns ist es völlig klar, ne? Es gibt Überschriften, es gibt Unterüberschriften, es gibt irgendwelche Beschriftungen und so weiter. Und warum macht man das? Das macht man nicht, weil es irgendwie schick ist oder weil es irgendwie einer gewissen Tradition folgt, ja? So wie die roten Bommeln auf den Hüten von den Trachten im Schwarzwald, sondern wir machen das ja, um denjenigen, der es liest, zu unterstützen. Und zwar machen wir da ganz klar Form, Follows, Function. Das heißt, wenn irgendwie ein bestimmter Textabschnitt eine bestimmte Eigenschaft hat, nämlich zum Beispiel eine Überschrift zu sein, also den kommenden Abschnitt zu betiteln, dann hat der eben das Aussehen einer Überschrift. Ja. Und das ist, ja, sagen wir mal so, das ist eine Binse, das kennen Sie alle, so sind ja unsere Bücher aufgebaut. Aber es ist nicht schlecht, wenn man sich da nochmal Gedanken drüber macht, warum ist das so? Und wie gesagt, die grundsätzliche Überlegung dahinter ist, ich möchte durch den Satz, also durch das Layout bzw. die Darstellungsart und Weise eines Stückes Dokument erkennen, was es mir sagen möchte, ja, oder welche Funktion es hat. Und diese Überführung von Texten, Grafiken und Bildern in diese druckfähige Form, das nennen wir Satz. Fangen wir mit ganz einfachen Dingen an. Also fangen wir mit dem Typischen an. Wir nehmen eine Schriftart. Jetzt haben wir in der Regel drei, vier große Gruppen von Schriftarten. Es gibt ja einmal die Typewriter-Schriftarten, wo quasi jeder Buchstabe gleich groß ist. Und bei den anderen Schriftarten gibt es im Wesentlichen zwei. Das gibt einmal die mit und einmal die ohne Serifen. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Schmuckschriften, die Sie für, was weiß ich, eine Geburtstagskarte verwenden können. Die haben tatsächlich verschiedene Zwecke. Ja, also diese Serifen haben den Zweck, dass sie beim Lesen unterstützt werden, weil nämlich hier zum Beispiel diese Serifen diese gedachten Linien anzeigen. Ja, und jetzt sehen wir hier, das ist ja die sogenannte Versalhöhe. Ja, also das ist im Prinzip das, ja, so ist ein Buchstabe groß. Also wenn man sie, wer im Kunstunterricht mal eine Schriftart entwickeln musste, der hat sich da wahrscheinlich auch schon mal drüber Gedanken gemacht. Dann gibt es diese Oberlänge, ne? Dann, das ist quasi der obere Teil vom Buchstaben und dann gibt es die Unterlänge. Da kann man zum Beispiel dann das P runterschreiben. Das ist im Prinzip das, was Sie so in der ersten Klasse, ne, mit diesem Beschriftung irgendwann mal gelernt haben. Und jetzt kommt was ganz Verrücktes. Da gibt es nochmal einen zweiten Schritt. Also diese Versalhöhe, die wird durch diese Überlänge, durch die Oberlänge überschritten. Das ist beim Entwickeln von Schriften, wie gesagt, wer das mal im Kunstunterricht gemacht hat, am Anfang immer etwas, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig, weil ja dann zum Beispiel dieses K, ja, oder dieses F höher ist als dieses T und dieses W. Aber es funktioniert ganz hervorragend. Und wenn wir mal schauen, also eine der weit verbreitetsten Schriften ist ja die Times New Roman und die heißt deshalb Times New Roman, weil die tatsächlich für die Zeitung entwickelt wurde. Und wenn Sie sich mal angucken oder mal ein Magazin
oder so ein Spiegel oder so in die Hand nehmen, dann stellen Sie fest, da sind sehr, sehr kleine Buchstaben drin und Sie können sie trotzdem lesen. Ja? Und das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die halt eben hier so eine Schriftart verwendet haben, die eben einem beim Lesen unterstützt. Und ich weiß, dass zum Beispiel so eine Verdana oder irgendwie so eine andere schöne Schmuckschrift, meistens auch ganz, ganz gerne die aus dem Hause Apple, dass die natürlich auf dem Bildschirm super toll aussehen, ne? Weil auf dem Bildschirm diese Serifen natürlich das Bild unschön machen, weil die ja gepixelt werden. Nichtsdestotrotz muss am Ende irgendjemand die Arbeit lesen. Also ich möchte Sie ermutigen, darüber nachzudenken, tatsächlich eine serifenbehaftete Schrift zu benutzen. Einfach weil es leichter zu lesen ist. Ja. Ansonsten Typografie, ne, da kann man eigene Vorlesungen drüber halten, das lassen wir mal für heute weg. Einfach nur schauen Sie sich mal die Schriftarten an und ich werbe dafür, eine Serifen, also für den Fließtext eine serifenbehaftete Schrift zu nehmen. Für Überschriften und so weiter können Sie gerne eine ohne nehmen. Das passt auch. Ganz wichtig, das Ziel bleibt die schnelle Erfassbarkeit des Textes. Ja, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie das Dokument zu malen. Also ich hatte eben das Beispiel von der Dokumentenvorlage aus einer Firma. Oftmals hat man da den Eindruck, da geht es auch viel darum, dass das Dokument gemalt ist. Nur machen wir uns nichts vor. Also wenn Sie so einen Geschäftsbericht von irgendjemandem in die Finger kriegen, da ist dann tatsächlich noch, da ist noch mal eine Agentur zwischengeschaltet, die das ganze Ding komplett setzt. Das ist ja nicht das, was wir wollen, ne? Also wir wollen im Prinzip den Text erzeugen und dann so auszeichnen, dass man ihn schnell erfassen kann. Ja, und das soll auch so bleiben. Deshalb überlegen Sie sich genau, welche Schriftarten und Schriftgrößen Sie benutzen. Sie kriegen auf einer DIN A4-Seite mit einer 10er-Schrift optimalen Lesefluss hin. Das ist überhaupt kein Problem, ne? Also das können Sie auch einspaltig machen, da brauchen Sie die Seite nicht in zwei Spalten. Unterteilen kriegt man hin. Ja. Wie gesagt, auch hier gilt, fragen Sie Ihren Betreuer, wie er es haben möchte. Ja, wenn der sagt, nee, 10er Schrift in meinem Alter ist alles nichts, machen Sie mal eine 12er, dann machen Sie natürlich eine 12er. Aber jetzt mal so als Überlegung, wie man grundsätzlich eine Seite aufbauen kann, also eine 10er, 10 oder 10,5 reicht locker. Dann ist die Frage, wie mache ich meinen Absatz? Also für längeren Fließtext bietet sich der Blocksatz an, ja, weil das Auge dann eben diese Textkante noch als Flucht hat. Bei kürzeren Texten und Briefen sollte man es vermeiden. Ja, aber wir schreiben ja jetzt längere Texte, also von daher. Und dann sieht man ganz oft, da sind irgendwie nochmal so Leerzeilen zwischendrin eingebaut. Das ist eigentlich unnötig, ne? Also ein Abschnitt endet einfach mit einer nicht vollständig gefüllten Zeile. Ja, da brauche ich nicht nochmal eine Leerzeile dazwischen. Und damit Gleiches auch immer gleich aussieht, wollen wir das natürlich auch automatisieren und dazu verwenden wir Formatvorlagen und das schauen wir uns dann in dem nächsten Abschnitt an.